Ich habe jetzt auf meiner Seite hier zum Beispiel einen Konfetti-Effekt integriert, wo ich auch einen kleinen JavaScript, von dem jemand geschrieben hat, eben eingebunden habe. Und du siehst, der Pfad ist wirklich über ein CDN von irgendeiner anderen Seite. So, wenn ich den jetzt in Webflow selber hosten möchte, muss ich diesen Pfad einmal rauskopieren. Dann schaue ich mir das an und er öffnet sofort diesen Code. Und ich sage jetzt mal, der funktioniert. Das ist ein Konfetti-Effekt, der wird sich jetzt, ist nicht relevant, dass der sich jetzt irgendwie nochmal ändert oder irgendwas, ja? Der funktioniert. So, ich kann jetzt also die Seite speichern. Und dann speichere, es ist normalerweise eben hier ein JavaScript-File. Und jetzt kannst du hier einfach TXT dazu schreiben. Dann fragt er dich, okay, das ist eigentlich ein JS-File, willst du es wirklich so machen? Und dann sagst du, ja, so, wir schließen das Ganze wieder. Das Ganze musst du dann in den Dokumenten jetzt in deine Assets hochladen, unter Documents wird das abgelegt. Da ziehe ich das Ganze jetzt also einmal rein und habe jetzt hier die Möglichkeit, mir hier diesen Link, den Pfad rauszukopieren. So, du kannst kein JavaScript-File hochladen zu den Assets, aber ein Text-File. Und wenn ich jetzt eben wieder auf hier diese Einstellung gehe, kann ich hier letztendlich diesen Teil durch meinen selbst gehosteten Pfad, ja, Upload SSL Webflow, der ist dann auf Webflow jetzt eben hochgeladen und habe hier jetzt das File als Textfile. Aber das funktioniert trotzdem, das dann als JavaScript einzubinden. Ich speichere das hier einmal, kann das dann eben publishen, öffne das einmal und hier sind die Konfetti. Passt. Also das ist eine Methode, wie du dann eben sicher gehen kannst, dass es halt auf deiner Website oder auf deinem Hosting dann passiert. Und somit kannst du dir über solche eingebundenen Skripte dann nicht irgendwie was einfangen, ja.